Pew-pew! Wir photoshoppen Pokémon. Ich blende das jetzt ganz genau hier ein. Wir haben das schon mal gemacht, aber da war das Sound kacke. Und jetzt machen wir es einfach nochmal. Wir photoshoppen Pokémon und wir haben uns die erste Generation rausgesucht. Und zwar die Sprites aus Feuerrot und Blattgrün. Und da haben wir uns welche rausgesucht. Und zwar Mankey und Omot, Tragosso und Seemon und Schlurp und Onix. Und ich will mit den beiden anfangen. Was wir machen werden, ist folgendes. Wir nehmen immer von einem Pokémon Teile und packen die auf ein anderes drauf. Und jetzt fangen wir an, Onix einfach ein Schlurp-Gesicht zu verpassen. Wobei andersrum eigentlich, weil er ist besser abgerahmt. So andersrum wäre eigentlich einfacher. Oder du machst einfach nur die Zunge und die Augen. Nur die Zunge und die Augen auf Onix. Ja. Okay. Das heißt, den ganzen Kopf, oder? Ja, der ganze Kopf ist doch nicht so einfach. Dann, jetzt wäre das so seine Nase. Hey, das ist meine Nase. Das ist meine Nase. Ja, okay. Das ist gut. Was? Aber soll das nicht seine Zunge sein? Nein, jetzt nicht mehr. Jetzt soll es seine Nase sein? Ja. Also sagst du so. Ja, aber dann musst du diese hellen Dinger wegmachen. Ja. Muss ich dir aber vorher wegmachen. So? Nee, so, ne? Boah, das passt ja wie angegossen, ne? Boah, sieht das bescheuert aus. Jetzt schon. Ja, was mache ich denn jetzt? Die Augen. Es sieht aus, als ob er rote Augen hat. Ja, erkennt man. Kennt man nicht so gut, aber... Warte. Ich glaube, wenn ich das andere jetzt noch... Sieht aus wie eine Lupe. Oh, das sieht voll irgendwie süß aus mit den Augen. Kannst du den Arm da noch hinmachen? Welchen? Den da? Ja. Wo denn? Hier so, dran? An den Kopf. An den Kopf? Ich hätte ja hier so dran gedacht. Das sieht aus, als hätte er so einen Pickel einfach. Voll die Heiterbeute. Mach das an seinem Gesicht, dann können wir sagen, er ist in der Pubertät. Ja, aber wohin? Pfff. Den Horn abzunehmen. Direkt oben auf die Zunge drauf. Ja, bitte. Ja, okay, warte, dann. Hier? Ja. Nee, so. Okay. Yeah. Das passt so gut da dran. Mann. Ist das eklig. Oh, nee. Er hat voll die Eiterbeule auf der Zunge. Oh, er tut mir so leid. Guck mal, er sieht traurig aus. Er guckt, er schielt auch direkt da drauf. Ja, er sieht da so drauf und weiß einfach so, oh nein. Nein, was mache ich jetzt? Schlonix. Schlonix. Das ist Schlonix. Och man, ey, das sieht so, das sieht echt eklig aus, ne? Aber dann platzt das so auf. Und ja. Hier fällt die Entscheidung eigentlich ganz einfach. Warte, wir nehmen seinen Kopf einfach ab. So. Oh. Flasche umgeworfen. So. Sieht doch gut aus, oder? Oder so. Das sieht schon süß aus irgendwie. Und er ist so böse. Er sieht so gequält aus. Er ist so böse, weil er so klein ist wie ich. So. Ja. So. Passt perfekt. So inzwischen. So. Was sieht, es sieht so seltsam aus. Es sieht grumpy aus. Nein, ich bin klein. Ich will das haben. Alter. Das sieht cool aus. Wenn wir jetzt eh schon dabei sind, ne? Ja. Ja. Ja, wie nennen wir das? Ja, jetzt brauchen wir zwei Namen. Ja, das sind Brüder, die eigentlich sollten die getauscht werden, aber da hat ein Tragosso mit einem Seemon gebummelt und dann ist das passiert. Dann sind das ein Zwillinge. Gebummelt. Oh, die so, aber auf dem Trödelmarkt haben die gebummelt. Das ist Kramon und Segas. Er ist echt cool. Er sieht ein bisschen nicht normal aus. Er sieht einfach, du siehst einfach, dass er richtig traurig ist, weil er weiß, dass er nicht normal ist. Was? Diskriminierung. Oh Gott.
Das wird ganz so gar nicht süß. Was wollten wir tun? Die Flügel ab. Boah, das wird jetzt schwierig. Perfekt. Das ist einfach eine Bohne. Es ist einfach perfekt. Guck, was ist denn Bohne. Das? Und dann von ihm die Beine. Und die Arme. Ja, und die Arme. Das passt einfach guck perfekt mal, da dran. Richtig muckig, er zeigt seine Mucke. Ja, das sieht so bescheuert aus, ne? Bitte können wir. Moment. Können wir ihn es in funktioniert. Pascal nennen? Von mir aus, wenn du das so willst. Warte, die Füße auf jeden Fall. Er braucht einfach nur einen Fuß. Ach so. Meinst du so? Ja. Sein Hopser. Ach so, warte. Warte, wollen wir mal gucken, ob wir den trotzdem noch da reingequetscht kriegen. Weiß es nicht. Die können wir auch drehen. Oh, ja. Sieht aus, als ob er springen. Als ob er stampfen würde oder so. Ja. Dieser Fuß gefällt mir irgendwie immer noch nicht so. Der ist ein bisschen. Dann mache ich noch ein Stück nach oben und nach links. Ja, warte. Deswegen ist, ich muss jetzt erstmal zurückgehen. Sonst habe ich. Ja. Kann man machen, oder? Was ist denn das jetzt? Ja, das ist immer besser. Das versteht der Mensch. Okay, wir haben ungefähr 21 Minuten jetzt gebraucht. Schauen wir uns das doch mal an. Schlonix. Mit der ekligen Eiterbeule auf der Zunge. Das ist eklig. Dann haben wir die beiden Brüder. Tramon und Sigasso. Und dann natürlich Imba Pascal. Ich denke nicht. Ja, die sehen doch schön aus. Also ich muss ja ganz ehrlich sagen, am besten gefällt mir Schlonix. Es ist so schlicht, aber dieser Alter. Also er passt irgendwie am besten zusammen, aber Sigasso sieht so, ja, er sieht so süß aus. Ich finde Sigasso am besten. Einfach weil er mich an mich selbst erinnert. Grumpy und klein. Grumpy und klein. Und auch mit so Stacheln auf dem Rücken. Ja, immer. Das hat Spaß gemacht. Aber langsam gehen uns die Pokémon der ersten Generation aus. Ja, zweite Generation kommen. Sind auch wieder gute Pokémon dabei. Jo, das war's. Wir sind fertig. Oben rechts ist eine Abstimmung. Wenn ihr mehr gefotoshoppte Pokémon sehen wollt, dann klickt da einfach mal drauf und drückt auf Ja. Wenn ihr das nicht sehen wollt, dann drückt da auf Nein oder haltet einfach euer Maul. Und und dann würde ich sagen, sieht man sich irgendwann wieder, wenn ich wieder ein Video mache. Also so in 2 Monaten oder so sieht man sich wieder, ne? Man sieht sich, ciao!